So, moin! In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den dynamischen Strompreisen in ganz Europa. Denn das Verbundnetz ENTSO ist ja komplett digitalisiert und wir können die Daten empfangen aus dem ENTSO-Datenpool und dann mit Verknüpfungen Aktionen starten. Zuerst einmal schauen wir uns die Preise für Deutschland an. So, man sieht hier wieder unsere Preiskurve, wie auch bei uns im Stromviertagebuch. Aktuell haben wir jetzt auch 15 Tagesvorausschau gemacht. Und ja, im Grunde genommen sehen wir das übliche Bild. Man sieht hier, am Wochenende gehen die Preise wieder runter. Ansonsten gibt es jetzt nicht großartige Veränderungen. Gucken wir mal weiter. Wo war Litauen, ne? War das, glaube ich, mit dem Strom? Also wir suchen die Länder mit dem Preisunterschied, dass wir mal über 10 oder mindestens 6 Cent Differenz haben zwischen Minimum und Maximum pro Tag. Und wir sehen hier in Litauen, kommen wir hier an die 30 Cent. Und im Tiefstwert sind wir hier bei 5,6 Cent. Da ist schon einiges zu holen, also knapp 25 Cent Preisdifferenz. Ganz oft ist es auch in Finnland, Norwegen, Schweden. Dort gibt es auch häufig viele Sprünge. Ja, in letzter Zeit, letzte Woche nicht, aber in den Januarwochen waren dort sehr hohe Sprünge. Das heißt, dort ist mit Batteriespeicher richtig Geld zu verdienen, wenn man ihn zur richtigen Zeit entlädt, wenn die Preise hoch sind, und wieder auflädt, wenn die Preise niedrig sind. Ja, in der Türkei Spreizung zwischen 20 und 90 Cent, also 90. Euro pro Megawattstunde, das sind dann 7 Cent. Da ist die Kurve auch sehr hoch. Ja, geht auch. Sehr interessant für Batteriespeichermanagement nach Griechenland, habe ich heute Morgen auch schon geschaut. Zwischen 6 und 14. Auch interessant, würde ich mal sagen. Das ist ein 8 Cent Differenz, damit kann man schon was veranstalten. Slowakei vielleicht noch. Das sieht ähnlich aus wie bei uns. Ja, unsere Nachbarländer sind ähnlich, weil die Bedarfe, die Stromverbräuche ähnlich gelagert sind. Allerdings haben die andere Netze mit weniger Windkraft und weniger PV-Anlagen. Deswegen gibt es da schon Unterschiede. Gucken wir mal Großbritannien. Gut, die sind halt alle wirklich sehr ähnlich zu uns. Auf der Insel, die sind aber unabhängig von unserem Netz. Die sind nicht vernetzt mit uns. Trotzdem haben die als Industrienation ähnliche Lastprofile mit ihrer Bevölkerung und mit der Industrie halt. Alles ähnlich, worauf es hinausläuft, ist, dass wir diese Daten im Stromfee-Tagebuch abbilden können. Also wir beziehen die Daten von diversen Strombörsenquellen und werden dort bei uns in eine Datenbank gelagert und im Stromfee-Tagebuch. Das ist eine Datenbank mit sehr vielen Schnittstellen. Und eine ganz wichtige Schnittstelle, die wir entwickelt haben, geht zu dem System von der Loxone. Hier sehen wir Loxone, das ist ein Hersteller aus Österreich, der hat eine Kleinsteuerung, Mini-SPS, vor Jahren schon entwickelt, die im Gewerbe- und im privaten Bereich eingesetzt werden kann. Einmal für den Bereich Gebäudeautomation im Gewerbe und einmal für den Bereich Smart Home für zu Hause. Wir bedienen beide Bereiche mit dem Stromfee-Tagebuch. Die dynamischen Strompreise sind in der Loxone empfangen. Wir sehen hier einmal den Strompreis, Stromfee-dynamische Strompreise. Und hier sieht man, wie die verschiedenen oder die vier Preisszenarien, wie lange die andauern. Also man sieht hier, es gibt Phasen sehr niedrig, also der Preis ist im Minimum bis zum Median. Das sind 6 Stunden. Im Niedrigbereich ist er unterhalb des Medians
Und ja, dann gibt es wie gesagt hoch und sehr hoch, also gelb und rot, überhalb des Medians und dann 4 Stunden quasi hier im Maximumbereich. Warte mal. Und zwar habe ich also 6 Stunden Zeit, sehr niedrig, meinen Batteriespeicher zu laden und ich habe sogar 4 Stunden Zeit, den Batteriespeicher zu entladen. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, die PV-Anlage zu nutzen und eben günstig Strom einzulagern. Genau, also auch gerade für fürs Eigenheim werde, also da haben ja auch die meisten mittlerweile PV-Anlagen und alles das, was ich übrig habe, kann ich natürlich auch wieder günstig in meinen Batteriespeicher einlagern und dann, wie gesagt, hier in diesen 4 Stunden meinen Batteriespeicher entladen, um meinen Stromverbrauch eben zu optimieren. Ja, optimieren. Und wir sehen das auch immer wieder, Batteriespeicher mit Solaranlage, mit Balkonkraftwerk, also immer diese Kombination aus den beiden ist wirklich sinnvoll und ja, auf jeden Fall die Zukunft. Zweierlei Hinsicht, einmal das Zertifikat, also der Umweltgedanke, dass man den Strom ohne Ausstoß bei der Stromproduktion, ohne CO2-Ausstoß, versteht sich, zunächst produzieren kann und in die Batterie einlagern kann. Und das Netz wird stabilisiert in den Phasen, wenn ich den Batteriespeicher nutze. Mhm. Einmal, wenn der Strompreis niedrig ist, ist die Überkapazität. Dadurch entlasten die Batteriespeicher das Netz. Und im umgekehrten Fall, wenn das Netz hoch belastet ist, wird aus dem Batteriespeicher Strom entnommen und nicht aus dem Netz. Und das Ganze europaweit zunächst. Genau, hier haben wir es einmal noch für Frankreich simuliert. Wir haben jetzt hier die Daten aus Frankreich und dort verhält es sich natürlich etwas anders, wie wir sehen. Wir haben eine Hochspitze morgens und eine abends, 2 Stunden, insgesamt 3 Stunden. Aber auch die Nachtphase, sehr viel Zeit, um meinen Batteriespeicher günstig zu laden. Also, und auch mittags wieder. Ja. Also wir sehen in Frankreich zurzeit wenig PV, grundsätzlich weniger PV, die haben ja die Atomkraftwerke. Und deswegen ein anderes Bild, ein anderer Kurvenverlauf als bei uns. Alles vollautomatisch mit Hilfe der Loxone-Steuerung ansteuerbar. Sehr viele Schnittstellen, offene Schnittstellen, ja. Mhm. Guck mal. Und das Ganze kann man auch nochmal bei uns auf der Internetseite nachlesen. Generell zum Thema Strompreismanager und dann auch im Betrieb mit Heimbatterien oder halt auch größeren Batteriesystemen, was das ist, was die machen, was die Vorteile sind, ja, die Anwendungsgebiete und wie das Ganze in Kombination mit unserem Strompreismanager eben intelligent gelöst wird und nicht einfach nur, dass der Batteriespeicher nach gar keiner Logik B und entlädt, ja, sondern wirklich auch effektiv genutzt wird, so damit es sich auch lohnt und man wirklich den Stromverbrauch sowie die Stromkosten einsparen kann. Also die dynamischen Strompreise sind voll im Kommen. Einmal und für alle, die nicht gern Deutsch sprechen, habe ich natürlich eine Website auf Englisch und auf der rechten Seite unter Global Spot Markets sehen wir alle Länder, die wir bedienen können mit dem Stromfee-Tagebuch. Das sind alle Länder aus dem ENTSO-E-Verbund sowie USA, Brasilien, Indien, Türkei, die Philippinen und zukünftig Mexiko und Kanada auch noch dabei. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.